So, Challenger Game Nummer 1 ist also im Kasten. Wollen wir Nine Performance wieder abgerufen? Jetzt macht euch mal bereit. Wo das herkommt, ist noch viel mehr, ne? Da wird da noch ein weiteres sahniges Game gleich kommen. Oh, wir zwei. Der Reckless und ich, ne? Wir sind die sogenannte Beast Botland. Ich kann Reckless schon flamen hören. Der streamt aber gerade nicht, oder? Der wird komplett fluchen. Das war ein intenser Fight jetzt. Der Tuss. Ja. Oh, Reckless, lebe! One for one Trader, ich habe leider keinen Assist bekommen. Der gegnerische Dings auch nicht. Da war ziemlich gut gemacht von uns. Schön gesplittet. Ja, war nice. Deck ist hier. Ah, Mann! Komm schon, ey. Das hätte ich aber riechen müssen, dass der Sekt da ist. Weil warum läuft der sonst so retarded vor, der Trash? Fuck, ey, wenn die Elise gleich mit mir rausmoved, dann überleben wir da beide. Merkt das okay? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er das carryen kann. Er ist zwar super gut dabei, aber ich glaube nicht, dass er das carryen kann. Ich hätte meinen Exhaust auch nicht wasten sollen, da ich dachte, dass wir vielleicht noch was machen können. Die Elise ist leider recalled in dem Busch. Komm hier runter. Elise, you gotta do anything. Unbedingt weg hier, Boys. Leute, oh mein. Ihr seid Götter. Ich habe auf nichts einen Assist bekommen. Excellent. Ich will ihm keine EP schnorren. Ich bin ganz gut dabei. Ich komme mit Mitte. Schade, dass er den Kill nicht gekriegt hat, wäre so wichtig gewesen. Der Ken kann vielleicht carryen. Wir müssen alle Hoffnung in den Ken setzen hier. All hope is lost, if Reckless can't carry us. Aber ist auch tot, oder? Ja. Renn, Reckless, Jarr! Ho! Holy shit, Reckless is trying so very hard.
Fucking right, boys! Der lebende Blitzcrank Gott 1911! Boom! Huh. Wenn das keine S-Performance. Nein! Gott, wurde ich gecarried, Easy win, boys! Guckt euch den Damage an! 8000 flat! Huh. Flexing my muscles! So! Challenger Game Nummer 1 ist also im Kasten. Wollen wir 9-Performance wieder abgerufen? Jetzt macht euch mal bereit, wo das herkommt, ist noch viel mehr, ne? Da wird da noch ein weiteres sahniges Game gleich kommen. Ich warte noch immer auf Twitter, dass Reckless mich notiert, ne? Und mal schreibt so, wow, bester Blitzcrank, mit dem ich je gespielt habe. Bombi 9, sahnig, jeder Hook. Aber der Reckless, du, der weiß mich einfach nicht zu würdigen. Der könnte so Lauch-Supporter da wie Sertus bekommen. Aber er kriegt mich, ne? Jungs, soll ich Reckless antwittern mit LFT, Winkyface, Blitzcrank from Last Game? Oder soll ich ein Bild dazu machen? Ich glaube, also wenn ich jetzt kein kompletter Tölpel bin, dann sollte ESG auch geschützt sein gegen DDoS. Meine Aufgabe ist hier nur nicht zu feeden in dem Matchup, ne? Einfach ruhiger Puls, keine Risikos, schön farmen. Ich hätte keinen Keck mehr, ne? Deswegen muss ich da flashen. Wenn ich noch einen Keck habe, dann kann ich ihn auch kecken. Aber so, ich muss flashen für den Out-Attack, um dran zu bleiben. In your face! Really? Fuck! Aber so gut gespielt! Nein, Mickey X! Nicht du auch noch hinten! Oh mein Gott, das war so schön gemacht mit dem Barrel in den Flash für den Out-Attack zum Q. Das hat ja knapp nicht gereicht. Nein! Ich wollte Upset killen, aber es hat nicht geklappt. Ohne mich kann ja der Reckless nicht gewinnen. Da geht der 4-3 auf der Lane. Intet komplett rein. Kann man sagen, mit 4-3. Er hatte natürlich auch einen ziemlich schlechten Support an seiner Seite mit PGM Dual. Das ist, ne, also der Blitzcrank aus dem letzten Game hat natürlich schon besser performt. Cassio hat gewisse Probleme mit Orianna, weil ihr halt unglaublich gepunished werdet, wenn ihr auf sie zulaufen müsst. Ist aber trotzdem ein Skill-Matchup natürlich. Wo es halt Ori favored, gerade gegen Late Game. Eine Honeyfruit oder sowas wäre exzellent. Oh, bei einer finden. Aber wie gesagt, gegen Ori bin ich großer Fan von dem bisschen tankier Build, der ein bisschen Möglichkeiten gibt, mit Life zu traden. Wow. Ich habe die Ulti komplett verfehlt.
Nicht worth it, da zu chasen für den einen Kill. Oh. Where are my kills, boys? Ich weiß nicht, ob ich aggressiv gehen möchte mit Rabadons oder ob ich mich doch nochmal mit den Benjis absichere. Das gibt mir die 40 CDR, damit eigentlich guten Damage und gibt mir nochmal ein bisschen mehr Emres. Und die Immunität gegen einen Spell, was echt ziemlich nice ist. Reckless hat geantwortet, ja. Also, naja, er hat nicht geantwortet. Er hat mir nur ein Like und ein Follow hat er mir gegeben. Schönes Game. Sehr stark von meinem Team einen aufgespielt. Schöne Setups, schöne Roams, gute Rotation.